Alles klar. Guten Morgen. Ja. Was meinst du? Viel zu früh, ey. Wer kam auf die Idee, so früh auszustehen? Ey, ist 5:30. Ah. Muss ich das Auto noch wegfahren? Ja. So, Leute. Meine Eltern fahren in Urlaub. Deswegen steht das riesige Wohnmobil hier. Und ich muss mein Auto hier noch wegfahren, weil die sonst nicht vorwärts kommen. Das ist schon ein riesiges Teil. Guten Morgen. Ich wollte euch noch ein Tschüss sagen. Mit Anhänger und Boot hinten dran. Leo Rinke, du hast schon richtig ein Pullover da, ne? Natürlich. Hier sind noch keine. Ich bin extra so früh aufgestanden, gerade eben 4:30, weil meine Eltern jetzt in den Urlaub fahren. Ich wollte mich noch kurz von denen verabschieden, weil ich sie nicht wiedersehen werde, bevor ich umziehe. Das heißt, wir sehen uns erst in 3 Monaten oder sowas wieder. Wenn ich mal hier hochkomme und mein Auto zurückbringe. Und deswegen bin ich dann nochmal aufgestanden, um mich von ihnen zu verabschieden. Die machen sich jetzt auf den Weg nach Kroatien. Sind dort 3 bis 4 Wochen, fahren auch 2 Tage, deswegen fahren sie so früh los, machen ganz normal ihre Stops und heute Abend machen sie dann einfach Pause zwischendurch, bevor es dann morgen weitergeht. Aber das ist der Stand der Dinge, so ist geil. Jetzt kommst du wieder rein, Mama und Papa sind weg, komm her, ja. Und ich lege mich jetzt erstmal wieder ins Bett. Three hours later, good morning again. Jo Leute! Der zweite Teil, Vlog-mäßig für euch, ein Tag aus meiner Wettkampfvorbereitung und ich zeige euch jetzt gleich, was ich so frühstücke. Ihr habt ja gesehen, meine Eltern sind gerade weggefahren und beziehungsweise heute Morgen weggefahren. Mittlerweile ist es schon kurz vor 11 und ich habe noch nichts gegessen. Ich habe vorhin meine Unterlagen und sowas alles soweit auf dem Laptop fertig gemacht. Habe mir selber ein paar YouTube-Videos reingezogen und so. Und ich denke mal, bevor ich jetzt hier mein Essen vorstelle, ist es ein guter Einstieg, euch auch mal zu erklären, wie es jetzt aktuell mit meinem Studium und sowas aussieht, weil da haben viele nachgefragt. Aber ich zeige euch jetzt noch mal kurz, was ich mir zum Frühstück mache, weil ich noch nichts gefrühstückt habe und ich mir dachte, dass euch das vielleicht interessiert. Also bei mir ist es aber so, ich frühstücke nie das Gleiche. Ne? Das, was ich mir jetzt mache, mache ich mir zwar täglich, aber ich frühstücke es nicht unbedingt immer. Und für den einen oder anderen wird das jetzt ziemlich komisch sein, dass ich sowas in der Diät mache, aber es gibt mir Energie, es gibt mir Kraft und ich komme da super mit klar. Also zeige ich euch jetzt erstmal, was es gibt. Also ich mache mir jetzt einen Shake und zwar mit verschiedenen Sachen. Eine Banane, mit Haferflocken, Walnüssen, hier von Koro, Link ist in der Beschreibung, checkt das mal ab. Dort haben die immer mega große Pakete abgepackt, da kommt ihr preislich immer günstiger weg, als wenn ihr was beim Lidl oder beim Aldi oder sowas mitnimmt. TNT True Whey,
auch jetzt mit engerer Zusammenarbeit mit mir über Mixed Body Shop. Link findet ihr auch in der Beschreibung. Und Milch, ganz normale 1,5% Milch. Also, wir müssen erstmal den Kram hier abwiegen, weil ihr müsst aufpassen bei solchen Sachen wie Nüssen. Da kann man sich schnell mal verschätzen, was das Eyeballing angeht. Und das, sowas solltet ihr immer abwiegen, solltet ihr wirklich immer abwiegen, weil das sind sehr hochkalorische Lebensmittel. Und vor allem, wenn ihr in der Diät seid und sowas nicht abwiegt, dann kann das sehr schnell nach hinten losgehen. Also haben wir als erstes mal hier die Waage. Und zwar kommen dort 30 Gramm Walnüsse rein. Dann kommen 20 Gramm Haferflocken rein. Dann kommt die Banane oben drauf. Also ich stehe ja darauf, wenn die Bananen schon etwas reifer sind, dann stören mich solche Flecken hier auch gar nicht. Kein Stück, vor allem nicht, wenn es in einem Mixer ist. Weil ich finde das einfach ganz geil, weil das gibt dem Shake dann halt nochmal so eine gewisse Süße. Vor allem die Konsistenz ist auch ganz geil mit den Nüssen. Dann habt ihr mal ein bisschen was zu kauen im Mund mit den Haferflocken. Also das ist schon ganz geil. Und letztendlich werdet ihr dann noch sehen, das Teil hat ziemlich viele Kalorien, vor allem für einen Shake, aber es hält mich satt, es gibt mir Energie und es ist schnell verdaulich. Normalerweise ist es ja so, wenn ich morgens trainiere, dann esse ich vorher nichts. Heute trainiere ich abends, das heißt, ich hau mir ein paar Kohlenhydrate vorher schon rein, damit ich über den Tag klarkomme und trainiere dann abends. Dafür gibt es dann abends nach dem Training nicht mehr ganz so viele Kohlenhydrate. Ich spare mir natürlich dafür auch was auf. Aber mein Essen am Abend hat meistens das höchste Volumen von allem. Das heißt, ich habe dort überhaupt gar keine Probleme mit der Sättigung. Bevor jetzt der eine oder andere sagt, nee, ich werde nicht satt dadurch. Also ich achte schon darauf, dass ich satt werde. Also ich quäle mich jetzt nicht so von wegen, dass ich mit einem mega Hungergefühl rumlaufe. Davor das erstmal vorweg. Kleiner Tipp für euch, wenn ihr euch so einen Shake macht, ihr könnt das Eiweißpulver natürlich schon in den Mixer packen, aber kann durchaus sein, dass es dann an den Seiten irgendwie so verklebt. Bei mir ist es so beim Mixer, ich habe irgendwie so einen Mixer von Aldi. Falls ihr einen anderen habt, wo es nicht der Fall ist, also ich mache das immer so, dass ich mir die Milch vorher in den Shaker packe und das erst shake mit dem Shaker, so 300 Milliliter. Dann ein Scoop von dem Whey hier. Das hier ist jetzt Vanille. Das passt eigentlich ganz gut. Ansonsten sind so meine Favorites für diesen Shake so entweder irgendwie was Nussiges, Cookies and Cream oder Chocolate. Oder halt Vanille. Ich finde so die klassischen Sorten, die sind da eigentlich am geilsten. Plus so Cookies and Cream so. Ihr hört das schon, das Geil ist am Ausrasten draußen. Oben dazu. Dann habt ihr auch nicht an den Seiten irgendwelche Verklumpungen oder sowas. Und ich benutze den Shaker dann gleich auch wieder als Behältnis. Fix gemacht. Für alle die Leute, die in der Massephase sind oder im Aufbau sind oder Probleme haben, ihre Kalorien reinzubekommen, sind das natürlich auch so Dinge hier, dass ich das jedem empfehlen kann, sich einfach einen Shake zu machen, Haferflocken, Banane, vor allem ein paar Nüssen und sowas. Aber wenn ihr sicher gehen wollt, dann wiegt das alles ab. Weil ansonsten kann es durchaus sein, dass es zu viel wird. Und ja, aber es hilft euch einfach, die Kalorien reinzubekommen. Das ist quasi mein Frühstück, beziehungsweise mein Snack, so zwischendurch mal. Ich mache es so, bevor ihr fragt, warum macht ihr das überhaupt mit den ganzen Nüssen und so. Also ich muss ja auf 50 bis 60 Gramm Fett am Tag kommen. Und ich benutze einfach auch die Nüsse. Haferflocken. Manchmal benutze ich auch Erdnussbutter, um einfach den gesunden Anteil an Fetten hochzuhalten und nicht irgendwie auf andere tierische Fette zurückgreifen zu müssen oder zurückzugreifen. Ich habe auch zwei Eier am Tag drin, da ist auch noch ein bisschen Fett drin, aber ich muss auch irgendwie auf meine Fette kommen und ich arbeite nicht so gerne mit den ganzen Ölen und sowas, deswegen mache ich das so. Ich habe ansonsten noch Chiasamen, Leinsamen, das sind alles so gesunde Fettquellen von mir und deswegen mache ich das auch, um auf diese Fettwerte zu kommen. Ich zeige euch jetzt noch kurz die Nährwerte, damit ihr das auch habt. Haben wir hier dann 630 Kalorien. Da, 630 Kalorien, das ist für mich die erste Mahlzeit. Und dort seht ihr dann alles
was dort drin ist. Ich habe es dort schon eingetragen. Ich habe hier noch TNT Whey Chocolate Flavor, weil ich das auch noch habe. Aber das spielt jetzt, das sind minimale Unterschiede zwischen den Geschmacksrichtungen, also alles kein Thema. Das ist mein Frühstück heute. Das ist nicht mein tägliches Frühstück. Ich werde noch Full Day of Eatings machen, da werdet ihr sehen, was ich den ganzen Tag über so esse. Aber als Tipp, Leute, wenn ihr eure gesunden Fette hitten möchtet, treffen möchtet, dann macht euch sowas. Es sättigt auch, der Geschmack ist geil, vor allem auch aufgrund der Banane, wenn sie etwas reifer ist. Also ich stehe total auf diese reifen Bananen. Und ja, that's it. So Leute, Marci ist gerade gekommen, aus Kassel die Ecke angereist. Wir gehen jetzt gleich ins Gym, mixen uns aber pre-workout-mäßig noch hier was zusammen. So ein bisschen was fürs Training, für den Pump. Ne? Und dann geht das gleich ab. Wir treffen uns dort mit Sven, der selber wird wahrscheinlich Beine trainieren. Sky will anscheinend auch mit ins Training. Komm her. Ach, der muss sich erst ein bisschen strecken. Und danach, denke ich mal, gehen wir vielleicht noch ein bisschen was einkaufen. Wir wollen auch noch Shisha-Tabak kaufen gehen, weil ich nicht mehr viel habe. Und heute Abend kommen noch ein paar mehr Freunde zu Besuch. Und ja, dann chillen wir hier eine Runde. Ich denke, das ist ganz geil. Vor allem, weil die alle Urlaub haben. Das ist halt das Gute. Ich bin in der Vorbereitung. Meine Eltern sind abgezischt in den Urlaub. Und meine Freunde haben fast alle selber auch Urlaub. Und das ist eigentlich ganz cool, dann bin ich hier nicht so alleine. Und ja. So, moin Borsch. Moin Borsch, hast du dabei? Haben wir hier dabei, BCAs am Start. Nicht ohne ins Training. Ja, ganz genau. Ich habe die selber noch nicht ausprobiert. Echt? Ich auch nicht. Die hat er mir gerade von oben gesneakt und die probieren wir gleich mal aus. Was ist hier für ein Test? Das steht immer. Ananas, glaube ich. Ananas geht immer. Wenn jemand Ananas macht, dann sind wir das. Sowieso. Ja, wie heißt bei Breaking Bad, ne? Let's cook, so. Let's cook, ja. Let's cook. Das war das Geile bei mir, und zwar, als ich mein Chicken Wrap Video gemacht habe. Ja. Oder war das mit Tuna, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ja, jetzt lass uns mal den Wrap bauen. So. Jetzt lass mal den Wrap bauen. Ja, genau. Das war auch richtig cool. Jetzt wird hier auch was Feines gebaut. Wollen wir mal gucken. Ja, da geht es nämlich dann jetzt gleich ab. Und ich weiß noch gar nicht, wie viel von was, ne? Was sind das hier? Muss ich erst mal gucken. Das ist L-Tyrosin und Koffein einfach nur. Ja, das ist was Feines. Das ist was Feines auf jeden Fall. Fokus und so. L-Tyrosin finde ich auch ganz geil, aber wir müssen mal schauen, ist hier auch Koffein drin? Das ist eigentlich gar kein Koffein. Also da ist, wie gesagt, nur Glycerol. Cell Voluminizer, keine Ahnung, was das auf Deutsch heißt. Drin. Aber es zieht einfach noch ein bisschen mehr Wasser in den Muskel und, sag ich mal, gerade so Aromatin und sowas. Feine Sache. Sick Pumps. So, dann geht das mal los.
auf der Talk-Couch. Mhm. Leute, wir haben das Gym vernichtet. Wir haben 2 Stunden Arme geballert. Ist dir das eigentlich aufgefallen, dass wir 2 Stunden im Gym waren? Nein, nein. Ja. So, wir haben ein bisschen warm gemacht, ne? Ja. Trizeps. Aber wollen wir 2 Stunden für brauchen. Ja. Aber der Pump war auch gut, Leute. Oh Scheiß, der Pump war echt gut. Vor allem hatte ich die komplette letzte Woche überhaupt gar keinen Pump so beim Training, außer am Wochenende immer ein bisschen. Aus dem, wo ihr das gesehen habt, das Video bei Instagram, wo die Veins kamen. Ja. Ja, Mann. Aber ansonsten hatte ich gar keinen Pump letzte Woche und Anfang dieser Woche auch nicht so wirklich. Also das Training war schon ganz gut. Wir haben viele super Sets gemacht. Drop Sets. Und ich habe einfach nur mega Hunger, weil ich bisher nur den Shake hatte, den ich quasi euch schon vorgestellt habe. Du hast auch noch nicht viel gehabt, ne? Auch nur flüssig eigentlich so. Shakes, Öl, Nüsse. Das war's. Vor allem Öl, ne? Noch kein weißt du, da muss wieder Öl ins System, ins Getriebe. Ja, keine Frage, da muss ja alles gut schmieren, ey. Ja, das ist irgendwie geil. Richtig geil, Mann. Ne, fahrzünftig auf jeden Fall. Speisen. Leute, was ihr noch nicht wisst, Marcel war auch auf Wettkampf 3, hast du mitgemacht dieses Jahr, ne? Dieses Jahr waren es 3, ja. 3, ja. Genau. Und ist jetzt im Bike bei 3500 Kerls und seine Form ist noch ganz gut, ey. Dankeschön. Also, ja, du bist halt noch echt so für deinen Bike, bist du noch lean, aber das ist ja auch der Sinn, so, ne? Ja, also es war mehr oder weniger einfach der Sinn. Ich wollte einfach mal ein bisschen ausprobieren. So, ja, klar. Neue Sachen, du kommst aus der Diät quasi raus und man will sich nicht immer gleich so die Form versauen, sag ich mal so. Ne? Oder man hat natürlich immer ein bisschen Hemmung. So eigentlich, man denkt, oh ja, okay, jetzt mal Lean aufbauen. Man sagt sich eigentlich immer, man kommt aus der Idee, okay, ich will Lean aufbauen und entweder klappt es dann mal oder du bist einfach über den Punkt drüber, wo du sagst, okay, fuck it so, ne? Ja. Masse. Ist auch mein Plan. Ich denke mal, ich kann das auch realisieren in Stuttgart, weil da habe ich dann noch nicht so viel Kohle zur Verfügung, muss mir mein Essen selber kaufen. Kein Scheiß, Alter, ja, das hilft dabei. Weißt du, das hilft dann einfach. Und vor allem kaufe ich dann einfach nicht so viel Schrott ein. Und ich kann auch nicht so hardcore cheaten direkt nach Wettkampf. Weißt du, ich werde eine Pizza essen oder sowas, ich werde ein Ben & Jerry's essen oder so und dann war's das. Das kannst du schon, glaub ich, das. Ja, ja, das kann ich schon. Aber ich muss ja halt den nächsten Tag dann schon wieder nach München. Achso, ja, ja, so, klar, zeitlich ist es natürlich auch. Muss man logistisch erstmal erklären. Genau, deswegen. Und ich will ja in München ja auch nicht total bloated aussehen mit so einer riesen Wampe, so, weißt du. Ja, ich denke mal. Aber ich glaube, der Punkt danach wird gut. Ja, das. Vor allem, die machen Challenges dort, so, weißt du. Also, wir treten so gegen die Leute an, die dort kommen und machen so verschiedene Sachen. Dort ist komplettes Gym aufgebaut und hast du nicht gesehen. Also, wir sprechen jetzt von der Yokon-Tour. Check den Link in der Beschreibung, Leute. Das ist in München im Kesselhaus. Am 30. bin ich selber persönlich auch da. Es fängt schon am 29. an, aber da habe ich hier, wie gesagt, meinen Wettkampf, das läuft nicht. Aber wie gesagt, Feeling heute im Training war echt gut, kann ich nicht anders sagen. Zuletzt hat mich einfach so die Kraft verlassen, weil dann ist dann einfach die Luft raus aus dem System. Ja, ist aber klar, du bist einfach so die ganze Zeit im Defizit und sowas. Ne? Mhm. Ich meine, wenn ich zum Beispiel jetzt so auf einer täglichen Basis ungefähr 1500 Kalorien mehr esse, du merkst es einfach von der Ausdauer her. Irgendwann ist dann einfach der Punkt so, okay, dann geht's. Kannst du noch so gutes Pre haben oder so, aber das ist... Ich meine, Anfang des Trainings war es ganz gut so. Ja klar, ich meine, Kraft und sowas ja auch eigentlich richtig saftig und sowas, ne? Ja. Ist halt so, hier und da muss man Abstriche machen, aber hilft ja nichts. Nee. Auch weiter pushen. Deswegen, das ist auch so ein Grund, Leute, warum ich dann Dropsets mache oder mehr Sätze mache oder Supersets mache, weil ich einfach sonst diesen Workload nicht aufrechterhalten kann. Weil ich kann nicht im 5x5-System oder sowas mehr trainieren. Kann ich natürlich machen, aber dann müsste ich mit dem Gewicht runtergehen. Aber die Konsequenz daraus, wenn ich mit dem Gewicht runtergehe, ist einfach, dass ich weniger Arbeit verrichte und dass ich dann dazu gezwungen bin, quasi mit weniger Gewicht danach noch mehr Sätze zu machen, um die gleiche verrichtete Arbeit wieder auszuführen, weil ansonsten habe ich am Ende des Tages weniger Arbeit für mein Training verrichtet als vielleicht im Bulk. So, und die Konsequenz daraus ist einfach, wenn ihr weniger Arbeit verrichtet, dass euer Körper adaptiert und er sagt, okay, wofür brauche ich eigentlich diese Muskelmasse? Ganz genau. Und dann kann ich sie genauso gut abbauen, weil ihr hebt dann nicht mehr so schwer. Und das ist einfach, als würdet ihr einen Teil aus eurem Training rausnehmen. So, und deswegen mache ich recht viele Dropsets und Supersets. Oder ich setze einfach nochmal hinten dran, nochmal einen Satz mehr und gehe mit dem Gewicht ein bisschen runter, um die Gelenke zu schonen. Aber um trotzdem noch diesen Workload aufrechtzuerhalten, weil ich denke, das ist eigentlich so der beste Tipp, den ich euch mit selber persönlich auch auf den Weg geben kann, in der Diät, dass ihr quasi versucht, euren Workload so hoch
es geht zu halten, um einfach diesen Muskelabbau entgegenzuwirken. Ja, aber klar, das ist hormonell auch einfach eine ganz andere Response von deinem Körper. Ne? Du bist natürlich, es ist einfach nochmal enormer, viel größerer Stress wirklich so für den Muskel insgesamt. Du hast einfach so metabolische Ballaststoffe, noch Laktat und sowas wird mehr angesammelt und sowas alles, was natürlich auch erwiesenermaßen den Körper noch dazu veranlasst, darauf zu reagieren und sowas. IGF-1 und solche Spielereien einfach. Und ja, es ist einfach ein enormer Stress für den Körper. Du hast zwar nicht mehr die Kraft, das Gewicht hochzuhalten, aber du musst dann irgendwie drumherum arbeiten. Genau, man muss einfach drumherum arbeiten. Du musst halt immer für sich optimaler versuchen, einfach alles auf die Situation zu reagieren und alles trotzdem immer schön weiter ballern. Immer schön weiter ballern, genau, das ist das Stichwort. Eben. So Leute, Marcel und ich sind frisch geduscht, gehen jetzt erstmal einkaufen. Ich habe immer noch nichts gegessen, beziehungsweise immer nur den Shake gehabt bisher. Aber wir gehen jetzt gleich zu Lidl und dann gibt es ein paar neue geile Sachen. Unter anderem gibt es auch diese hier. Die Skyr. Die solltet ihr mal abchecken, weil die eigentlich richtig geil sind von den Werten her. Hier auf 100 Gramm, checkt das mal. Auf jeden Fall, hier ran so, zack, da. Also ohne Scheiß. Die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich habe jetzt hier zu Hause gerade Himbeere, Erdbeere und Pfirsich-Maracuja. Und ich weiß jetzt gerade nicht, was die kosten so bei Lidl, aber auf jeden Fall ein Tipp, wenn ihr mal was braucht als Snack, wenn ihr vielleicht noch ein paar Kalorien offen habt. Dieses ganze Paket hier hat irgendwie nur 84 Kalorien oder sowas. High Protein kann ich auf jeden Fall empfehlen. Schmeckt so ein bisschen quarkmäßig, aber halt dann hat halt hier unten im Boden noch so, ja, so Gelee-artig. Also, so fruchtmäßig. Ne? So, genau. So, wie man das vom Fruchtjoghurt her kennt. Steht ja auch High drauf, ne? High Protein. Okay, nochmal um die Gänse zu saven, sauber. Ja. Also für die Leute, die auch bei Lidl einkaufen gehen, mein Tipp. Auf jeden Fall. Ich habe es selber persönlich auch noch nicht gewusst. Ich hatte es sonst von Rewe, von Ala, ist ein bisschen teurer wahrscheinlich. Ja. Deswegen gleich mal die Preise abchecken. Ja, checkt das ab, Leute. Wir gehen einkaufen. Lidl, moin moin. Ganz safe. Lidl kann was. Vor allem kann die Backwarenabteilung was, aber... Hier, gerade da unten. Guck mal, da, schön. Mm, lecker, lecker. Ja, aber die darf ich nicht. Shit. Obwohl, die sehen auch ganz saftig aus. Pizza, Grillgemüse. Ja, Gemüse, ist ja gesund, wahrscheinlich. Ne? Was steht denn da drauf? Kuhmilch, Gouda. Beste Sachen, ey. Ja, Leute. Gecheatet wird nicht. Könnt ihr knicken. Leider nein. Jetzt komme ich schon hierher. Dann noch nicht mal einen saftigen Cheat, aber gut. Ey, gut für die Form, ne? Aber hier, die müssen wir mit einpacken. Die Tomaten hier, die sind immer ganz gut. Ja, besser, ja. Ich habe mal Süßkartoffeln mit Dings gemacht. Mit Süßstoff, was du meintest? Nee, mit Erdnussbutter oder sowas. Nee, mit Erdnussbutter noch nicht. Ja, ist aber was Feines. Willst du es machen? Ich muss mir überlegen, was ich weiß. Ja, hier kann ich nochmal so ein Ding mitnehmen hier. Erdnussbutter. Holla. Holla. Ein exotisch hier. Ich habe auch noch eine Wassermelone für uns, ne? Echt? Ja. Das ist nice. Das ist fein. Schön für die Fette. Go straight to the biceps. Die Brecher. Das sind die Brecher, genau. Steht da. Das ist jetzt der pure. Oh, das sind noch saubere Werte, ne? Eigentlich ähnlich, genau wie Magerquark so. Eben nur von der Konsistenz ein bisschen geiler. Guck mal, die mit Frucht haben sie gar nicht mehr. Ausverkauft, Leute. Ja, scheiße. Alles ausverkauft. Zu spät. Nimmst du dir so einen dicken mit aus? Ich glaube auf jeden Fall. Ein bisschen so Flavor Drops oder sowas rein, weißt du. Hast du die dabei? Ich hab keine. Sicher. Nimm alles mit, ey. So Leute, ich bin heftig hungrig und ich habe jetzt seit fast 8 Stunden noch nichts gegessen. Aber wir wollen euch ja unseren Anabolen-Einkauf nicht vorenthalten. Ja, auf jeden Fall. Deswegen Rosenkohl, ich habe seit Ewigkeiten keinen Rosenkohl mehr gegessen, aber auf Empfehlung. Auf Empfehlung von Marcel essen wir dieses Mal Rosenkohl. Dann haben wir noch 2 Zucchinis, 2 Monsters für den morgigen Tag. Für alle Fälle, genau. Alle Fälle. Den Anabolen Stremellachs, den kennt ihr auch von mir. Mhm, der darf ja nicht fehlen. Lachs und rote Beete. Mhm. Für die ultimative Gains. Cherry-Tomaten, ein paar Beeren, Heidelbeeren. Wildlachs, alles Marcy-Stuff hier.
schönes Rinderhackfleisch zum Frühstück. Das seht ihr dann im nächsten Video. Das kommt zum Frühstück, genau. Lecker, lecker. Leckere Physialis, eine Anabole Süßkartoffel. Und kann man auch feine Sachen mitmachen. Und eine Anabole Aubergine. Das war's eigentlich schon. Hier ist nur noch ein anaboles Portemonnaie, aber. Ganz genau. Das leidet natürlich bei solchen Einkaufen immer ein bisschen, ne? Aber genau, richtig. Muss halt. Ja, wir werden uns jetzt hier was kochen oder was? Oder was zubereiten? Mal eben schauen. Ich weiß noch gar nicht, was ich essen soll. Ja, ich auch nicht. Mal gucken. Aber es wird irgendetwas geben. Danach kommen ein paar Freunde vorbei. Dementsprechend sage ich jetzt erstmal Tschüss. Ihr habt heute eine Menge Infos bekommen, eine Menge Input bekommen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Außerdem schaltet morgen ein, weil morgen kommt mein Video zu meinem Studium. Und ja, das hat ja viele von euch brennend interessiert. Also Leute, morgen wieder einschalten, gleiche Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.